Hallo aus Bauschheim, hier am schönen Brunnen vor der schönen Kirche, hier in diesem sehr attraktiven Stadtteil von Rüsselsheim. Ja, wir setzen unsere Reihe fort, Hausbesuche. Wir schauen uns interessante Wohnhäuser, private Wohnhäuser und deren interessante Bewohner an. Wir werden hier gleich um die Ecke einbiegen und werden uns eine alte Hofreite anschauen mit einem sehr interessanten Bewohner. Ich kann schon mal verraten, er ist als Hobby-Archäologe unterwegs. Das heißt, er buddelt in unserer Erde, in unserer geschichtsträchtigen Erde. Und da werden wir, glaube ich, ein paar interessante Dinge erfahren. Ja, auf dem Weg zum neuen Hausbesuch, zum neuen Termin in der Backesgasse in Bauschheim. So viel kann man schon mal verraten. Wir biegen ein und sehen links und rechts schon sehr schöne Fachwerkhäuser. Ja, jetzt müssen wir uns nur noch einen Parkplatz suchen. Und das ist es. Dann geht's los. Herr Robert, Sie haben hier dieses wunderschöne Haus. Robert, ganz toll. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Haus gekommen? Wie kam es, dass Sie aus dem Ruhrpott hierher kamen und dieses Haus für sich so schön zurechtgemacht haben, wie wir es heute sehen können? Ja, die Geschichte ist ein bisschen länger. Wir kommen aus dem Ruhrpott. Ich hatte in Aachen studiert und bin dann nach Rüsselsheim gezogen und habe beim Opel angefangen in der Entwicklung. Und nach 10, 12 Jahren wollte ich eigentlich ein neues Haus bauen und dann kam mein Nachbar Walter Geppert zu mir und sagte, drüben das Haus soll abgerissen werden, willst du das nicht kaufen? Also die Stadt wollte es eigentlich abreißen? Die Stadt wollte es abreißen, auch die Schmiede, die vorne dran steht, die sollte auch abgerissen werden, damit die Kerbiswagen besser um die Kurve kommen, weil die Backesgasse sehr schmal ist. Und dann habe ich mir das Haus angeguckt, habe mit der Stadt Kontakt aufgenommen, ja, und dann haben wir es gekauft und in den nächsten 2, 3 Jahren haben wir dann an dem Haus gearbeitet, den Putz runtergeholt, die Innenräume, den Putz runtergemacht. Und Sie haben alles selbst gemacht? Sie sind fachlich so drauf, dass Sie das auch alles hingekriegt haben? Ja, ich habe alles. Ich habe regulär beim Opel gearbeitet und abends nach Feierabend und am Wochenende war hier meine Baustelle. Mhm. Ne? Und die meisten Arbeiten, Holzarbeiten, Stuckarbeiten, Maurerarbeiten, die habe ich alle selbst gemacht. Ledig, das Dach wurde dann gedeckt und die Fenster wurden vom Schreiner gemacht, aber der Rest, den habe ich dann selber gemacht. Frau hat mir natürlich geholfen, auch Freunde sind dann zum Wochenende mal gekommen und haben geholfen. Und Robert, Sie haben vorhin gesagt, Ihnen war wichtig, dass das Bad schnell fertig wird, ja, dass man einziehen kann. Ich wollte meine Haare waschen und wollte auf die Toilette gehen können. Das ist ja auch wichtig. Das war für mich das Wichtigste. Aber Sie haben lange Zeit Wohnen in der Baustelle gehabt hier. Ja, ja gut. Nach 2 Jahren haben wir gesagt, der Wohnraum in dem Haus ist jetzt so groß wie in der alten Wohnung. Da können wir uns die Miete sparen und wir ziehen her. Und ich brauche abends nicht vom Opel nach Bauschheim und vom Bauschheim wieder zum dicken Busch. Klar. Und dann sind wir hergezogen, hier hatten wir unsere eigene Wohnung. Mit Bad, Küche war in Ordnung, Kinderzimmer war schon da für unsere Tochter und das war dann soweit gut. Und Sie haben das in Abstimmung mit dem Denkmalschutz hier gemacht und Sie haben aber auch so 1, 2 interessante Sachen gefunden. Vielleicht erzählen Sie mal kurz mit den Töpfen, die Sie hier gefunden haben. Vielleicht kann man das kurz erwähnen. Ja, der Topf beim Fundamentgraben am hinteren zur Schmiede hin kam in 30, 40 cm Tiefe ein Topf, der stand einfach im Boden mit einem Deckel, ohne Inhalt. Erst später habe ich dann erfahren, dass man früher die Nachgeburten unter der Traufe begraben hat, unter der Traufe vom Dach, damit die ewig gesegnet wird. Ne? Der Horst Gutmann hat hier auch sehr viel mit dem Haus zu tun, weil die Gutmanns haben mit diesem Haus verbindende eine enge Familiengeschichte. Wie kann man das an 2, 3 Punkten nochmal deutlich machen? Ja, also die Gutmanns, da kam Herr Gutmann aus Ogriffel nach Kennestädte. Da hat er geheiratet, da kam der Herr in Gutmann rein. Und der Sohn von denen hat dann nach Bischofsheim geheiratet und die hatten 9 Kinder. Und so verteilte sich die Gutmänner im Rhein-Main-Gebiet, also hier im Kreis. In Ginsheim sind viele, in Bischofsheim und eine hier in Bauschheim. Und es war mein Opa gewesen. Und mein Opa, der hat die Oma geheiratet, wie das so üblich ist, und hat noch einen ledigen Bruder gehabt, das war der Johann Gutmann. Und der hat Bäcker gelernt, musste aber dann hier zu Hause bleiben und die Landwirtschaft betreiben. Und nebenan war die Schule, die alte Schmiede. Also die Backesgasse hat in Bauschheim schon immer eine große Rolle gespielt. Und natürlich der Mann, der war
Bei der Garde war ein gerader Mann gewesen, war aber dann früher, wie man in Bausch Lange kriegt, Kerls. Lange das, Kerls, ne? Ja, war aber dann früher buggelig, auf Deutsch gesagt. Und die Kinder in der Schule wurden oft gehänselt, aber er konnte sich immer behaupten. Mhm. Ja, ne? Hochinteressant. Kannst du noch mal kurz was sagen? Die Gebäude drumherum waren ja, das ist ja hier der Ortskern, der alte historische Ortskern. Ja. Schulgebäude. Ja. Ja. Hier wurde Brot gebacken. Ja. Ja. Und nochmal ganz klar, hier war ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das war hier ein Hof. Hier war ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und der Johannes Gutmann, der hat Bäcker gelernt. Das war gleich neben der Schule, war die Gemeindebäckerei. Die wurde von der Familie Daum betrieben. Und da stand auch der schöne Backofen, wo so wie so ein Iglo gebaut war. Der wurde 1936 abgerissen, leider. Und eine Nachbildung steht hier vorne in der Brunnenstraße. Mhm. Ne, das war jetzt die Schule. Die Schule war dann so von 1870 bis 1968 wurde dann die Otto-Hahn-Schule eingeweiht. Und wir hatten noch was Besonderes in der Schule. Wir hatten einen Schulzoo. Also da waren Hirsche, da waren Fuchs, da waren Rehe, Stachelschwein. Ganz, ganz schön. Mhm. Ja, und zum Herrn Hubert noch kommen wir gleich noch mit ein paar wichtigen Sachen zu Ihrem Hobby. Und auch, was Sie sonst noch hier gefunden haben, auf dem Gelände des Hauses, sag ich mal. Jetzt mal ein Schwenk durch dieses wunderschöne alte Haus hier in Bauscheiben, von der Küche kommend, hier den Treppenaufgang in das obere Geschoss und dann den Durchblick hier im Foyer mit dem Kachelofen in die gute Stube. Ja, hier ein historischer Fund, den Herr Hubert in der Nachbarschaft gemacht hat. Das wäre fast in den Müll gelandet, Herr Hubert. Ganz toll, hier eine Fahne aus der Zeit, wo es Kriegervereine gab. Das ist einfach so gewesen in dieser Zeit. Ganz toll. Leider ist diese Fahne, wie man sieht, etwas ramponiert. Deshalb wollen wir auch hier die Gelegenheit nutzen. Vielleicht findet sich ja ein Sponsor, der uns ein bisschen unterstützt, Herr Hubert, und unterstützt, dass diese Fahne wieder so aussieht, wie sie vielleicht mal ausgesehen hat. Und ich denke, als Zeitdokument wäre es gut, wenn das so wäre. Und vielleicht sehen wir sie dann alle im Museum. Das wäre toll. Auch für Bauscheim ein Stück Geschichte, die man auch bei passender Gelegenheit mal zeigen sollte. Ganz tolle Sache. Robert, vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie ist es gelaufen? Wie haben Sie sie gefunden? Ja, ich habe sie nicht gefunden. Das ist nicht ganz richtig, sondern mein Enkelchen hat sie gefunden. Wir waren drüben im Abrisshaus, wo das alte Kino in Bauscheim am kühlen Grund abgerissen werden sollte. Und da durften wir alles mitnehmen und unter anderem hat die Kleine dann diese Fahne gefunden. Jetzt zeigen wir nochmal die Rückseite. Nehmen wir uns gerade mal. Die ist ein bisschen besser erhalten. Ja. Ja, wir haben jetzt hier auf dem Tisch nochmal ein paar interessante Artefakte. Ich fange mal mit diesem Teil an. Das ist sozusagen der Original. Putz, oder Herr Hubert, Sie können es besser erklären, den Sie sich mal aufgehoben haben, dokumentiert haben, wie die ursprüngliche Sicht war oder das Erscheinungsbild des Hauses. Ja, das hatten wir vor dem Freilegen des Fachwerks schon untereinander zugesprochen, dass wenn wir Originalfarben finden, wir die auch wieder umsetzen würden. Und das genau haben wir dann auf der Rückseite des Hauses gefunden. Man sieht die mittleren grauen Streifen, dann den roten und den schwarzen. Genau so ist das Fachwerkhaus heute angelegt, wie es damals mal war. Das ist historisch. Kommen wir zum nächsten. Jetzt wird es ein bisschen krimineller. Wenn man im Haus arbeitet, Sie haben erzählt, Sie haben Rosen gepflanzt. Eigentlich eine schöne Sache, dann findet man sowas. Aber auch ein historisches Stück. Ich vermute mal eine Mauser. Bin jetzt kein Fachmann. Aber scheint eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein. Und dazu noch eine kleinere Pistole. Und sozusagen als Marker, wo es wahrscheinlich vergraben war, haben wir hier noch historisch, man sagt flapsig, Hundemarken. Es sind Erkennungsmarken von Soldaten. Die gab es im Zweiten Weltkrieg und auch gibt es heute noch bei der Bundeswehr. Wenn ein Soldat gefallen ist, dann wurde ein Stück abgebrochen und man hat es mitgenommen. Und das hat auch mit der Familie Gutmann wahrscheinlich zu tun. Können Sie dazu noch was sagen, Herr Hubert? Ja, mit Sicherheit ist es der Familie Gutmann zuzuordnen. Der Name steht ja drauf, Johann Gutmann. Und diese Plakette, die hing hier in einem Schuppen. Hier waren früher Schuppen. Und oben in der obersten Ecke an einem Balken hatte ich diese Plakette gefunden. Und viele, viele Jahre später habe ich eine Rose hinten gesetzt, genau unterhalb dieses hier ehemaligen Balkens. Und dann kamen diese beiden Waffen raus.
Wir können ja damit zur Sparkasse mal gehen. Da kriegt keiner mehr Angst vor. Aber die sind historisch ganz interessant. Ich denke, die wurden dort vergraben und aus irgendeinem Grund wurden sie nie wieder rausgegraben. Ja, jetzt gehen wir der Zeit noch weiter zurück, denn Sie sind ja tätig für das Landesdenkmalamt oder Landesamt für Denkmalpflege heißt es, glaube ich, korrekt. Landesamt für Denkmalpflege, ja. Und dort gehen Sie die Gelände hier in der Umgebung ab und Sie wissen natürlich, wo Sie hingehen müssen, das verraten wir aber nicht. Aber Sie finden interessante Sachen. Jetzt haben Sie mal ein paar Beispiele hier hingelegt. Das ist ja ein interessanter Stein, man sieht, damit wurde gearbeitet. Ja, der Vollständigkeit halber muss ich nur sagen, das Suchen nach solchen Dingen bedarf der Genehmigung ganz wichtig. Des Landesamts. Die gibt es jedes Jahr schriftlich, die muss schriftlich beantragt werden und dann kann man die bekommen. Und dann ist man in der Lage, wie bei mir zum Beispiel für den Kreis Groß-Gerau, die Genehmigung zu bekommen. Und ja, es gibt dann Fundplätze, auf dem Acker findet man alte Scherben, die sind nicht vergangen. Steinwerkzeuge wie dieser Stein hier, das ist ein Klopfstein, der wurde zum Mahlen wahrscheinlich Getreide oder sowas ähnliches benutzt und man sieht es ganz deutlich an den Abnutzungsspuren. Typisch sind auch solche Scherben, Vorgeschichtsscherben, von Hand geformt, große Gefäße, möglicherweise zum Wasser aufbereiten oder halten. So typisch für die Gegend. Und zum Jahresende wird dann ein Bericht geschrieben, die Fundorte werden schriftlich fixiert und das Ganze dem Amt zur Bearbeitung übergeben. Wunderbar. Herr Robert, ich will die Gelegenheit zum Schluss nochmal nutzen. Erstens mich bei Ihnen zu bedanken, dass das hier möglich war, dass wir das hier auch öffentlich machen dürfen und können. Und ich will mich aber auch bedanken, dass Sie mit Ihrem Engagement dieses Haus sozusagen gerettet haben. Weil wir müssen nochmal sagen, es gab Überlegungen, das Ganze abzureißen. Ja. Sie haben sich ja engagiert, aber auch mit Ihrem Hobby tragen Sie dazu bei, Dinge zu sichern, die zur Geschichte unseres Raumes, zu Bauschheim und zu Rüsselsheim gehören. Das ist eine ganz tolle Sache. Und deshalb waren Sie auch natürlich für uns interessant, Sie hier zu dokumentieren. Das haben wir gerne gemacht. Es war auch für mich wieder vieles Neues dabei, die tolle Fahne und viele andere Sachen mehr. Ja, das war jetzt der zweite Teil unserer Reihe. Es gibt aber auch weitere. Die Liste ist schon langsam voll. Wir haben 2-3 Sachen direkt in der Pipeline, sind aber auch für Anregungen offen. Ich will mich auch bei Achim Weidner bedanken, der das alles hier technisch betreut und uns ordentlich hier aufnimmt. Tolle Sache. Schauen wir mal, was demnächst noch kommt. Ich glaube, es bleibt spannend und interessant. Und nochmal zum Ende, Frau Hubert, Herr Hubert, Horst, vielen Dank. Vielen Dank auch.